dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Und schon geht's weiter im Programm. Objektivität, Folge 2, mit der Nummer 109, Behauptung ist folgende: Eine Welt ganz ohne Objektivität, ohne jegliche Objektivation der Gefühle und Gedanken ist ein Ding der Unmöglichkeit, ein Unding, wie Kollege Kant sagen würde. Hier haben wir wieder aus der Abteilung Zweck und Nutzen. Für was dient diese Objektivität oder Objektivation? Um die Gefühle und Gedanken mehr oder weniger auf Kurs zu halten, denn ohne diese Objektivität schlagen die anscheinend über die Stränge. Die Gefühle werden zu Depressionen, zu Wahnsinn. Genauso die Gedanken, keine Kontrolle mehr, das totale Chaos. Und deswegen Objektivität. Für den sorgenfreien Tag und ein lustloses Bewusstsein. Oder so ähnlich. Die nächste Nummer spricht das gleiche Bedürfnis an. Wir suchen Halt im Objektiven. Den Halt, den die Autoritäten, den der Verlust der Autoritäten nicht mehr bietet. In einer Zeit, wo auch die Glaubwürdigkeit der Religionen am Schwinden ist, was bleibt da übrig? Die Wissenschaft und ihre Objektivität. Da suchen wir den Halt. Wir schreiten weiter zur nächsten Behauptung bzw. Feststellung. Die stammt dieses Mal von einem gewissen Max Planck. Eine Autorität in der Atomphysik, in der Physik überhaupt. Nobelpreisträger, soweit ich weiß. Der da spricht, eine Wissenschaft, die sich selber das Prädikat der Objektivität prinzipiell aberkennt, spricht damit ihr eigenes Urteil. Hier haben wir also einen Mahner an alle Wissenschaftler, ja, nicht die, sich die Objektivität als Brot vom Butter nehmen zu lassen, denn damit ist ihr eigenes Urteil gesprochen. Und so ist es, dem kann ich nur zustimmen. Keine Objektivität, keine Wissenschaft. Und deswegen brauchen wir die Objektivität, weil wir die Wissenschaft brauchen. Hier haben wir noch ältere Anmerkungen aus, was war das, ein Probelauf? Nein. Okay. Und schon geht's weiter, hoppla, nichts übersehen, die Nummer 218. Objektivität ist ein Problem. Wieder mal eine kritische Stimme, entgegen allen Erwartungen und Lobpreisungen wird die Objektivität zu einem Problem erklärt. Im nächsten Paragraphen wird
das Problem der Objektivität näher erläutert. Und zwar ist das Problem der Objektivität das Problem einer objektiven bzw. allgemeinen Gültigkeit des Wissens. Es ist ein weiterer Faktor angesprochen, die Allgemeinheit und die Gültigkeit des Wissens, woher die kommt. Hier in der Objektivität haben wir es mit einer Gültigkeit zu tun, die anscheinend keiner Anerkennung bedarf und keiner Zustimmung bedarf, die quasi via Logik und höherer wissenschaftlicher Beweisbarkeit eine Gültigkeit ohne Zustimmung beanspruchen kann. Das heißt, hier wird eine Folge abgefordert, die von nicht nur den subjektiven Sinnesurteilen, sondern überhaupt vom Subjekt und dessen Urteilskraft, die sich eventuell unterscheidet von den üblichen allgemeinen Kriterien, unabhängig erklärt. Ist nicht erforderlich, eine solche Anerkennung und Zustimmung, damit etwas gilt. Du wirst im Grunde genommen nicht gefragt, sondern diese Gültigkeit besteht an sich. Und gerade dieser Umstand wird hier auf den Prüfstand gestellt, ob sich solche Behauptungen auch halten lassen. Dann haben wir hier die Kardinalfrage der Erkenntnistheorie, die da lautet: Was heißt objektive Wahrheit? Was ist Objektivität? Also über die Wissenschaft hinaus wird die Erkenntnistheorie angesprochen, die schon mal angesprochen wurde, denke ich mal, in der ersten Folge in Bezug auf die Wissenschaft, dass es eben von der Erkenntnistheorie abhängt, inwieweit Wissenschaften da von Objektivität sprechen können, ist die Aufgabe der Erkenntnistheorie. Und hier quasi der Umkehrschluss, die Aufgabe der Erkenntnistheorie ist sozusagen herauszufinden, was Objektivität ist. Und in diesem Sinne sind diese Unternehmungen auch, tragen bei zur Klärung bzw. zur Feststellung oder Beurteilung, was überhaupt Erkenntnistheorie sein soll oder ist. Der nächste Punkt, 274. Die Ideologie liegt in der Objektivierung des Nicht-Objektiven. Hier haben wir den Bezug auf Ideologie, sprich, es handelt sich um Ideologie, wenn das Nicht-Objektive objektiviert wird.
ist dann eben die Frage, wie das überhaupt gehen soll, wenn etwas nicht objektiv ist, ob das überhaupt objektivierbar ist. Und in dem Fall eben, wenn das doch der Fall sein sollte, dann handelt es sich eben um Ideologie. Die Frage ist nur, ob es sich bei der Objektivierung von irgendetwas tatsächlich um ein nicht objektives oder ein objektivierbares handelt. Im nächsten Punkt haben wir nochmal die Ideologie in Bezug auf Objektivität. Der Begriff, der ein Zitat von Theodor Geiger aus seinem Werk Ideologie und Wahrheit. Kurzfassung: Ohne Objektivität keine Ideologie. Jetzt muss ich da nochmal zurück, weil ich das falsche Handwerkzeug eingeschaltet habe. Ich glaube, das ist das hintere. Genau, das wollen wir haben. Okay. Ja, damit ist eigentlich schon alles gesagt. Keine Objektivität, keine Ideologie. Das heißt, überall, wo von Ideologie die Rede ist, ist gleichzeitig die Frage der Objektivität zu klären. Und ist die Frage der Objektivität geklärt, besteht auch Klarheit, so hoffe ich zumindest, über Fragen der Ideologie bzw. Vorwürfe sind es ja meistens. Obwohl in jüngster Zeit will ja niemand mehr ideologisch sein. Also scheint sich das Problem schon gelöst zu haben. Das heißt, das Problem der Objektivität scheint sich gelöst zu haben, scheint kein Problem zu sein. Im nächsten Paragraphen haben wir wieder die Ideologie, ein Resultat der Vorsortierung. Ideologische Verzerrung mit einer solchen, wenn man es zu tun hat, hilft nur Objektivität. Und wo kommen diese ideologischen Verzerrungen vor? Schon mal beim politischen Gegner oder auch gern genommen als Vorwurf gegenüber Journalisten. Und diesem und Ähnlichem glaubt man durch Objektivität abhelfen zu können. Dann scheint mir das eine kritische Stimme zu sein, genau, aus dem Lager von Max dem Weber. Eine soziologische Autorität des letzten vergangenen Jahrhunderts, der da spricht, jede Geschichte wird vom Standpunkt der Wertinteressen der Gegenwart geschrieben. Da haben wir hier den Begriff der Wertinteressen als Kontrapunkt zur Objektivität. Also heißt negativ gesprochen,
Die Geschichte wird nicht vom Standpunkt einer Objektivität geschrieben. Ist auch überhaupt schwer, in der Geschichte Objektivität unterzubringen. Bekannter Spruch in der Richtung ist, dass die Geschichte von den Siegern geschrieben wird. Und festhalten wollen wir hier den Begriff der Wertinteressen als Kontrapunkt zu Objektivität. Dann haben wir hier die Nummer 143 als nächstes. Wieder ein Bezug auf die Wissenschaft. Die Wissenschaft beruht auf der Anerkennung der unabhängig vom subjektiven bestehenden objektiven Realität und von der Anerkennung objektiver Gesetzmäßigkeiten. Hier haben wir zum einen den Begriff der Anerkennung als Faktor, der darauf schließen lässt, dass eine Anerkennung nötig ist, im Gegensatz zur obrigen Objektivität, wo nur von einer allgemeinen Gültigkeit gesprochen wurde, wo die Anerkennung quasi Pflicht ist. Und so wie der 173 ausschaut, könnte man das auch mit einflechten, dass es sich auch um eine pflichtmäßige Anerkennung handelt, also wo es gar keine andere Möglichkeit gibt, als nur beizupflichten und anzuerkennen. Verweisen möchte ich wieder auf diese Unabhängigkeit vom Subjektiven, womit gleichzeitig auch eben diese Abhängigkeit vom Sinnesapparat bestritten wird. So dass sich der 143 eben auch so lesen lässt. Die Wissenschaft beruht auf der Anerkennung der unabhängig von den vom Sinnesapparat des Subjekts bestehenden objektiven Realität. Und wenn diese Behauptung zutrifft, dass es unabhängig vom Subjektiven eine objektive Realität gibt, dann ist die Anerkennung einer objektiver Gesetzmäßigkeiten ja auch gar nicht erforderlich. Also es damit sind ja schon mit dieser Anerkennung einer bestehenden objektiven Realität sind ja quasi alle möglichen Gesetzmäßigkeiten schon mit anerkannt. Also das ist im Grunde genommen doppelt gemoppelt. Brauche ich keine Gesetzmäßigkeiten mehr, wenn ich schon die objektive Realität habe. Oder eben die objektive Realität ist abhängig von Gesetzmäßigkeiten. Das geschieht dann aber eben unabhängig vom Sinnesapparat des Subjekts, sag ich mal. Oder eben die Unabhängigkeit vom Sinnesapparat des Subjekts, damit sind eben die Gesetzmäßigkeiten gemeint. Aber mehr braucht es da zu dem Paragraphen
sind ja immer noch in der Materialsammlung. Braucht es jetzt da, das braucht jetzt nicht so weiter vertieft zu werden, was hervorzuheben war, ist hervorgehoben worden. Die nächste Nummer, 199, die Geisteswissenschaften sind auf objektive Erkenntnis ihres Gegenstands gerichtet. Alle Forscher sind verbunden mit diesem Streben. Hier haben wir jetzt noch eine Erweiterung des Objektivitätsbegriffs auf die Geisteswissenschaften. Also nicht nur die Naturwissenschaften, die handfesten, beweisbaren Naturwissenschaften, sondern auch die Geisteswissenschaften, wo es mehr oder weniger um den Geist und das Bewusstsein und die Vorstellungen geht, wo es umso schwieriger ist, da irgendwelche Objektivitäten festzustellen. Beispiel Geschichte, gerade eben angesprochen. Also Kollege Diltay ist hier der Meinung, dass es eben in den Geisteswissenschaften auch auf die objektive Erkenntnis ankommt. Da, wo man hinschaut, Objektivität. Aber wie es nun um die Rechtfertigung dieser Objektivität ausschaut, das ist noch immer nicht so richtig klar. Und so schreiten wir weiter zum nächsten Punkt. Wieder Kollege Diltay hat sich sehr um die Geisteswissenschaften bemüht. Objektive Erkenntnis der Gesellschaft, der Geschichte des Menschen ist überall ihr Ziel. Die Möglichkeit einer solchen ist überall ihre Voraussetzung. Also wieder das Credo, keine Objektivität, keine Wissenschaft. Und hier haben wir über den Bezug zur Geschichte noch zur Bezug zur Gesellschaft, zur Soziologie, sage ich mal, einer anderen Geisteswissenschaft. Betonung, Hervorhebung, Heraushebung. Wie wichtig Objektivität für nicht nur die Naturwissenschaften, sondern eben auch für die Geisteswissenschaften ist, existenziell, von existenzieller Bedeutung. Und wir schreiten weiter. Jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geschaut. Und weiß jetzt gar nicht, wann ich Schluss machen muss, damit dieses Video nicht zu lang wird. Egal. Die nächste Nummer, 252, der Sinn von Erkenntnis ist Rationalisierung und Objektivierung der Welt. Zwei neue Begriffe in unserem munteren Objektivitätskarussell. Und zwar der Sinn ist jetzt nicht direkt auf Erkenntnis, auf Objektivität gerichtet, sondern auf Erkenntnis. Aber da wir ja schon den Bezug von Objektivität und Erkenntnis haben, kann dieser Sinn auch analog auf die Objektivität übertragen werden. Also wichtig und von Bedeutung, wenn von einem Sinn, überhaupt von einem Sinn in welchem Sinn auch immer, einem weiteren Sinn oder engeren Sinn,
Und hier haben wir die Rationalisierung oder die Rationalität in einem im klassischen Verständnis in der Nähe auch zur Vernunft. Also ganz wichtig für den Halt in der Welt und für die Ordnung in der Welt, für den Verstand sozusagen, Rationalität ist ein allgemeingültiges Wissen und ist mit anderen Worten ein objektives Wissen, das für alle Menschen gleichermaßen gilt, etwas, das für alle Menschen gleichermaßen und einheitlich dasselbe ist, ganz wichtig zur Regierbarmachung, würde ein Michel Foucault sagen. Wir kommen zum nächsten Paragraphen, 221. Jetzt weiß ich nicht, was der hier zu suchen hat. Die reine Rationalität des Ich und der Außenwelt, Strich, Strich, Strich. Nehmen wir noch die 76 dazu, vielleicht gibt es da einen Aufschluss. Der Objektivist als Rationalist und der Subjektivist als Irrationalist. Gut. Dann nehmen wir jetzt mal die Rationalität im semantischen Gebrauch einer Objektivität. Dann wäre das hier die reine Objektivität des Ich und der Außenwelt. Ich denke mal, das ist jetzt hier als eine Behauptung in den Raum geworfen. Mit Fragezeichen kann man das auch lesen. Die Frage ist, ob es ein objektives Ich gibt. Jetzt habe ich mir hier den Nagel eingerissen. Und weiß nicht, wann das passiert ist. Und gleich noch ans Mikrofon gehämmert. Ja. Frage an den Zuschauer, Zuhörer, gibt es ein objektives Ich oder lässt sich da behaupten, kein Mensch kennt sich selbst so in der Richtung, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und dann noch die Objektivität der Außenwelt, die können wir uns jetzt sparen, das ist schon mal angesprochen worden, das ist sowieso Quod erat demonstrandum, möchte ich mal sagen, was zu beweisen wäre. So, dann haben wir das auch erledigt. Gut, dass ich meine Nagelfeile immer griffbereit habe. Nummer 76 teilt quasi gegensatzmäßig den Rationalisten gegen den Irrationalisten auf und der Rationalist ist auf der Seite der Objektivität und der Subjektivist ist im Grunde genommen Irrationalist. Das ist die klassische Auffassung, nach der eine Übersetzung des Individuums noch stammt aus dem Mittelalter. Da ist das Individuum der Idiot. Und in diesem Fahrwasser wäre dann quasi das Subjekt auch irrational und irrational in der nicht in der mehr oder weniger wertfreien, objektiven Bedeutung des Nicht-Objektiven, sondern eben eher in der Bedeutung des Verrückten und vielmehr als Merkmal der Ausgrenzung betrachtet.
halten wir alles fest. Und wie war der Spruch von Platon? Mathesis, Anamnesis, Lernen ist Erinnern. Ich denke mal, der fleißige Student schreibt mit, ich weiß nicht, ich kann mich, ich denke mal, nicht mehr wirklich an alle maßgeblichen Begriffe erinnern, die in der ersten Folge schon gefallen sind. Ich bin da eher besser darin, wenn ein Begriff nochmal fällt, mich zu erinnern, dass das schon mal, dass da schon mal drüber gesprochen wurde. Und was ich nicht vergessen darf, ist hier, zu markieren, damit hier mehr Action ist, visuell betrachtet, damit hier nicht immer nur die Cursor-Hand, die Fluchhand, quasi, wenn man das so übersetzt, ja, was haben wir hier? Was ist hier Neues geboten? Vielleicht gehen wir das zuerst mal. Sehe schon eine kritische Stimme. Und zwar aus dem Lager der Gestalttherapeuten, gewisser Fritz Perls und Paul Goodman, denke ich mal. Ein schwuler Anarchist, soweit ich mich erinnern kann. Hefferlein ist mir nicht so geläufig, keinen Vornamen, aber das tut jetzt hier auch nichts zur Sache. Eine kritische Stimme, keine indifferente, das heißt neutrale Realität gibt es nicht, gibt gegeben, ist nicht gegeben, sollte ich besser sagen. Die heute grassierende wissenschaftliche Überzeugung, dass die Wirklichkeit fast immer und ganz und gar neutral sei, ist ein Zeichen der Verdrängung von Subjektivitäten, möchte man sprechen, never. Freude, Spiellust, Wut, Empörung und Furcht. Ja, da würde der objektive Wissenschaftler sagen, derart wissen wir zu unterdrücken, wenn wir hier vor dem Mikrofon stehen. Und wenn nicht, dann warten wir 5 Minuten. Auch die Freude beeinflusst die wissenschaftliche Beobachtungsforschertätigkeit, schätze ich mal, und Spiellust. Glücklich ist, wer als Wissenschaftler überhaupt noch über eine Spiellust verfügt. Jetzt muss ich mir mal kurz entschuldigen und mir die Nase pudern. Ja, vielleicht sind wir schon über der Zeit, kann das sein. Ja. Ein Hinweis von meiner Nase, hier ist hier hiermit zu belassen. Jetzt mache ich aber nochmal bloß Interesse halber, würde mich jetzt interessieren, ob ich jetzt hier an dieser Stelle genau bei 30 Minuten bin. Bei der Nummer 238. Ich hoffe, ich erinnere mich später dran, diese Stelle nochmal aufzusuchen, um das zu überprüfen. Aber ich will jetzt das verehrte Publikum nicht mit meinen Subjektivitäten langweilen oder vielleicht sogar belustigen. Das ist jetzt nicht Gegenstand der Untersuchung. Das Prinzip der Verständlichkeit,
Rationalität haben wir hier mit Verständlichkeit der Natur und das Prinzip der Objektivierung bedingen sich gegenseitig. Also, ja, wir haben es mit Prinzipien zu tun. Prinzipien sind wichtig, da kann man wohl jeder beipflichten, also darf das nicht unter den Tisch fallen. Ein Prinzip der Verständlichkeit. Dieses Prinzip sollte, also das ist überhaupt wieder, sind wir wieder bei so einer Kardinalfrage. Denn wenn sowas wie Verständlichkeit nicht gegeben ist, dann sind solche Veranstaltungen hier, wie diese hier, völlig umsonst für die Katz, sinnlos. Aber hier ist eben eine Verständlichkeit der Natur gemeint. Ist jetzt die Frage, inwieweit diese Natur im Ganzen da überhaupt verständlich sein kann. Was jetzt in dieser Kombination der gegenseitigen Bedingungen ja bedeutet, dass sich Natur objektivieren lässt. Und da ist dann eben die Frage ganz und total und überhaupt und absolut und an sich oder eben nur bestimmte Bereiche. Und dann wäre wieder die Frage, wie sich der eine Bereich vom anderen unterscheidet bzw. trennen lässt. Der nächste Punkt, da geht es wieder um was Neues und zwar um Entscheidungen. Und Entscheidungen sind eigentlich Sache des Individuums, des Subjekts. Denn eine Entscheidung, die ich nicht treffe oder die nicht ein jemand trifft, ist keine Entscheidung. Da wird mir irgendetwas vorgegeben und ich muss dem gehorchen oder folgen und werde nicht gefragt. Also da müsste es sich schon um eine umfassende Beugung des Sprachgebrauchs handeln. Ja, und hier ist dann eben, wird dann eben die Brücke im Falle der Entscheidung, wo jemand Kraft seiner, was weiß ich, Autorität oder künstlichen oder natürlichen Autorität oder echten Autorität werden Entscheidungen, die, ja, ist wieder die Frage, wie, was man unter Entscheidungen versteht, ob die jetzt eben gerechtfertigt werden müssen, sollten, ob es da irgendwelche Kriterien zu geben hat für Entscheidungen, ob da irgendwas verständlich verstehbar sein soll. Oder eben nicht. Und in dem Fall zielt der Entscheider eben ostentativ, möchte ich mal sagen, auf objektive Erkenntnisse ab und rechtfertigt seine Entscheidungen mit objektiven Erkenntnissen. Gibt es zahlreiche Beispiele aus dem öffentlichen bzw. massenmedialen Leben, wo
Ja, wie lauten denn die Formeln? Da sind wir uns doch alle einig, dass bla bla bla. Haben wir schon den Bezug auf Rekurs, auf objektive, sowas wie objektive Erkenntnisse. Gut, mit Entscheidungen, also Entscheidungen ist ein Kardinalbegriff, sage ich mal, aus der Ethik, aus der Urteilstheorie auch. Da es ist jetzt, wird vielleicht noch im Laufe der nächsten Folgen noch klarer, was da die Kontrapunkte, was da alles für Kontrapunkte gibt, die für, jetzt vielleicht nicht direkt gegen Objektivität sprechen, weil ja im praktischen Leben läuft es im Grunde genommen so zweigleisig nebenher. Die Moral auf der einen Seite und die Tatsachen auf der anderen Seite. Und Entscheidungen, der Begriff der Entscheidung ist von ziemlicher Wichtigkeit in der Ethik. Und das wäre eben auch mit den Wertinteressen, das ist ein ethischer Begriff, oben von Paul Weber. Das wäre der andere Bereich, in dem Objektivitäten nicht maßgebend sind, sage ich mal. Auch wenn jetzt hier da jemand seine Entscheidungen als objektive Erkenntnisse deklariert, da handelt es sich eher um ein Erschleichen von objektiven Erkenntnissen, denn bekannteste Beispiel aus der Moraltheorie ist der naturalistische Fehlschluss, der besagt, dass sich aus Tatsachen keine moralischen Folgerungen ziehen lassen. Das heißt, dass eben die Ethik getrennt ist von der klassischen Wissenschaft. Das ist diese Zweigleisigkeit, die klassisch vorherrscht. Und die eben auch an der Objektivität hängt, und sollte es sich herausstellen, dass diese Objektivität eigentlich nur ein Ideal und ein Wunschtraum und nichts sogenannt Reales korrespondiert, dann sinkt, möchte ich nicht sagen, aber dann spielt die Wissenschaft eben eine ganz andere Rolle als bisher. Dann hat man es da mit einer Funktion zu tun, mit einem Interesse, einem Nutzen, einer Technik, und aber in keinster Weise mehr mit höheren Wahrheiten oder eben einem allgemeingültigen Wissen. Dann unterliegt die Wissenschaft nicht weniger als die Logik, also wenn man die Logik als den Inbegriff des Beweisens da hat, dann ist die Logik eben vielmehr eine Norm des Denkens und im Grunde genommen auch eine ethische Angelegenheit.
Also da schaut dann die ganze Sache ganz anders aus, aber das ist jetzt nur mal so wieder in den Raum gestellt. Da ist noch Platz hier, um so in den Raum zu stellen. Aber ich denke mal, jetzt mach ich Schluss für diese Folge. Hat mich wieder mal gefreut. Es geht voran, Schritt für Schritt, im Sauseschritt. Dann bin ich weg bis zur nächsten Folge. Und, peace und out.